Ja, hallihallo, da bin ich wieder. So, ja, was gibt's Neues? Ihr seht hier unten Scripting-Version 924. 924, was bringt das Ding Neues? Ja, nachdem jetzt bei einigen das schiefgegangen ist und die Bitte an mich herangetragen wurde, das vielleicht irgendwie da was zu machen, habe ich mich jetzt entschlossen, aktiv zu werden. Hintergrund, es geht um Tokens. Diese Tokens, man kennt sie so von wegen, man kriegt sie von, bei Quests kriegt man sie, man kann sie irgendwo finden und dann einlösen. Und diese Tokens hat leider Eleon ziemlich verkorkst implementiert. Verkorkst deswegen, weil die Items haben nicht einfach eine eindeutige Nummer, so wie eigentlich alles andere. Also Blöcke, Waffen, alles sind irgendwie Items. Nein, Tokens sind was Besonderes. Tokens sind keine eindeutigen Items, sondern die Daten für Tokens werden komplett anders gespeichert, anders behandelt. Das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass wenn man Tokens verschoben hat, mit dem Scripting diese Tokens zerstört wurden, weil diese Daten ja, verloren gegangen sind. Und um das zu beheben, diesen Umstand, habe ich nun angefangen, diese Tokens selber dediziert so zu behandeln, dass sie eine eindeutige ID haben. Ich zeige auch noch gleich, was da unter der Haube letztendlich dann passiert. Und in dem ersten Schritt habe ich sie erstmal von dem Verschieben ausgeschlossen, sodass sie da nicht zerstört werden. Und mich erstmal nur um die Anzeige gekümmert. Das heißt, ich habe das Anzeigeskript hier ein bisschen modifiziert. Es gibt jetzt ein paar neue Befehle. Nicht bei Autofill, bei Cargobox Infos, da wollte ich hin. Es gibt jetzt ein paar neue Befehle. Das sieht man hier. So, Items haben die Möglichkeit, ein Is-Token abzufragen. Und wenn man dann das Token hat, dann kann man dieses Token, dann kann man diese Token-ID abfragen. Sehe ich jetzt mal einen Fehler drin. Oder dass die normale Item-ID verwenden. So, Tokens sind zurzeit, gibt es ein Item, was diese Tokens alle beinhaltet, aber das ist theoretisch nicht wirklich festgelegt auf dieses eine Item. Mal gucken, ich habe es mal ein bisschen variabel gehalten. Muss man sehen, was dabei passiert. So, Hintergrund ist der, also man kann per Token-ID die ID des Tokens abfragen, wenn es sich um ein Token handelt. ID hat ansonsten die vollständige ID. Wenn man sich sicher gehen will, dass man nur die einzelne ID haben will, das zeige ich gleich noch, dann gibt es auch die Möglichkeit, Item-ID zu verwenden, um halt eben sicherzustellen, dass es sich wirklich, also dass man nur die ID des wirklichen echten Items haben möchte. So, was heißt das dann jetzt? Man sieht da oben in der Auflistung, ich habe hier das so gemacht, wenn es sich um einen Token handelt, dann wird halt ein Sternchen davor geschrieben, das sieht man da. Und da sieht man in der Box A sind offensichtlich zwei Tokens drin. Das eine ist Seal of Credibility und das andere ist der Golden Key. Diese Namen werden aus der Token-Konfiguration bzw. aus der Übersetzung geholt, sofern sie da vorhanden sind. Und ja, das zeige ich euch jetzt mal. Das ist nämlich hier drüben bei dem Item Transfer, sieht man die beiden Kisten. Und in dieser einen Kiste sind halt zwei Tokens drin. Das eine ist hier der Golden Key und das andere ist Seal of Credibility. Was man hier sieht, das ist eigentlich das Beispiel, um die Item zu verschieben. Ich schreibe nochmal, das ist besser.
um Items zu verschieben von einer Kiste in eine andere. Und wie wir sehen, in Box B sind auch ein paar Dinger drin. Das sind, auch wenn sie Token heißen, sind sie keine Token. Weil man sieht an der Nummer, das ist offensichtlich was anderes. Ein Token hat zurzeit die Nummer 5401. Aber das ist hier offensichtlich was anderes. So, und damit die Tokens nicht mehr zerstört werden, habe ich jetzt Folgendes gemacht, dass wenn hier, seht ihr jetzt hier, es sind normale Dinger drin, ich kann nochmal die Energy Bars reintun. Und wenn die jetzt vom Move-Befehl verarbeitet werden, dann sieht man, es werden alle drei Dinger verschoben, aber die Tokens verbleiben hier in der Kiste. Wie gesagt, das ist Schritt 1, weil um die Tokens jetzt auch zu verschieben in einer Art und Weise, dass sie erhalten bleiben, das ist noch ein etwas größerer Umbau, weil ich da auf diverse API-Funktionen alle verzichten muss und de facto alles wieder zu Fuß machen muss. Das ist halt ein bisschen aufwendiger, weil da ist dann halt auch die Gefahr größer, dass dabei was schief geht. Deswegen, das wird dann Schritt 2 werden. Jetzt erstmal haben wir hier das einfach mal ausgeschlossen, das heißt, es passiert da nichts mehr dran und man kann sie ja immer noch per Hand verschieben. So, ich habe gerade erzählt, so wegen, dass intern verwende ich das so, dass Items immer eine eindeutige ID haben. Es wäre schön gewesen, wenn Eleon das auch so implementiert hätte, denn dann wäre es eindeutig gewesen. Stattdessen haben sie sich wahrscheinlich 1000 Klimmzüge machen müssen für alle möglichen Verarbeitungsschritte, Formalitäten und hast du nicht gesehen, was die sie sich alle hätten schenken können, wenn sie genau dieselbe Setting gemacht hätten, eine eindeutige ID vergeben. Diese ID, die dabei rauskommt, innerhalb des Scriptings, die seht ihr hier, ich habe bei der Vega, gebe ich einfach nur mal die ID aus. Und hier sieht man die ID. Die ID des Items, das ist nämlich 5401. Und die ID des Tokens ist im ersten Fall die 100 und im zweiten Fall die 1234, die 1234. So, das heißt, die Token-ID, die werde ich, die multipliziere ich mit 100.000 und füge sie der ID hinzu. Das heißt, diese ID hat zwei getrennte Teile, einmal die Token-ID und einmal die eigentliche Item-ID. Dadurch kann ich die dann ganz normal als eindeutige Items behandeln und kann sie identifizieren, kann sie verarbeiten, vermische sie nicht, weil ansonsten natürlich vorher waren alle Items 5401 waren ein und dasselbe, wurden also dementsprechend einfach wie gesteckte Items bearbeitet. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, halt diese Dinge eindeutig zu identifizieren. Wie gesagt, im ersten Schritt nur für die Anzeige, nur für den Namen, dass ich den Namen auflösen kann von dem Token. Vorher stand da überall nur 5401 Token. Und gut, Schritt 2 kommt dann irgendwann in Kürze oder muss ich mal gucken, wann ich damit fertig werde. Das ist nämlich, dass wenn diese Tokens verschoben werden, dass man sie auch verschieben kann, sowas wie hier, und dass trotzdem die Tokens nicht zerstört werden. Ja, das so viel zum Handling von Tokens. Ein Schritt in die erste Richtung. Das Problem ist, ist noch weiteres Ungemach wieder im Anzug. Ich hoffe, dass Sie diesmal auf mich hören und mal diese Fehler beheben. Ihr seht hier oben, hier sind ja die C-Sharp-Skripte. Und ja, ich habe einen Konfigurationsschalter-Einstellung gemacht, mit dem man die C-Sharp-Skripte deaktivieren kann auf einem Server. Hintergrund der Sache ist, zurzeit hat Eleon in der 1.8 einen Bug drin, der sämtliches Laden von zusätzlichen DLLs an dieser Stelle unterbindet, darüber stolpert. Ich habe keine Ahnung, es ist,
Der Corn Stack, mit dem das Spiel abstürzt, ist leider komplett außerhalb meines Scriptings. Das heißt, ich kann da gar nichts dran ändern. Das Einzige, was ich machen kann, ist zurzeit das Spiel, C-Sharp-Scripting abzuschalten. Ich hoffe inständig, dass Eleon das noch fixt. Vielleicht, wenn die eine oder andere Community-Mitglied da, so von wegen die halt C-Sharp benutzen, auch im Forum dementsprechend nochmal laut geben. Vielleicht ist Eleon dann eher noch gewillt. Meinen Bitten haben sie bisher meistens nie Folge geleistet. Das ist schade, aber an dieser Stelle kann ich bisher erstmal nichts tun. Das heißt, wenn die 1.8 in der Form rauskommen sollte, werde ich euch auch noch zeigen, wo ihr das in der Konfiguration eintragen müsst. Weil ansonsten, sobald man C-Sharp-Skripte benutzt, stürzt das Spiel ab. Ja. Sehr schade, sehr. Ich hoffe noch, vielleicht geschehen noch Zeichen und Wunder. Aber ja, bis dahin haben wir erstmal das Token-Handling verbessert. Token verschieben kommt noch. Und ja, wir hoffen einfach auf das Beste. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Viel Spaß beim Anpassen eurer Skripte, dass ihr jetzt auch Tokens zumindest sauber anzeigen könnt. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, mit IsToken das abzufragen. Token-ID und so weiter, das ganze Ding anzuzeigen, zu separieren. Ihr könnt natürlich auch selber die ID durch 100.000 dividieren, dann habt ihr die Token-ID. Oder modulo 100.000, dann habt ihr die eigentliche ID, die Item-ID, die Eleon sonst verwendet. Und ja, mehr Möglichkeiten. Wir schauen, was da kommen wird. In diesem Sinne, viel Spaß und bis später.